Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Ja, da stimme ich dir zu. Warum hat man dich hier eingesperrt? Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Ja, woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Okay, und warum trägst du ein Bienenkostüm? Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Warum hast du so große Ohren? Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ah. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich mach mal eine Fliege. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Machst du keine Biene? Okay, der war sehr schlecht. Papier. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Bienenmann, Wachsmalstifte, brauchst du die? Entschuldigung, die brauche ich noch. Sorry. Ah, das hier ist die Bar. Fass, Barhocker. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Na du... Ich bin Edna, wer bist du? Ich bin Edna, wer bist du? Hi Edna, ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. What? Edna! Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Oh mein Gott. Du bist ja echt grandios. Geht es dir nicht gut? Wie denn auch, Alter? Du hast ihn gerade komplett zusammengeschissen im Endeffekt. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter.
Okay, ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ja. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich. Oh mein Gott, Edna. Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Edna? Ach ja, genau. Du machst alles nur noch schlimmer. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Wow. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Im komischen Zusammenhang, bla bla. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet, sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet, bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Edna, du bist so miserabel. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Wow. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Ja, da bin ich überfragt. Okay, was haben wir da? Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Okay. Oh.
kann ich hier kein Licht anmachen? Oh mein Gott, ich kann... Wir machen da jetzt den Becher rein. Und nehmen die Münze. Nehmen die Münze und packen die da rein. Bingo. Kaffee. Jetzt haben wir... Der Kaffee ist fertig. Ja, jetzt haben wir nämlich den Kaffee für den Bienenmann. Optimal. Boah, wir sind gut. Okay, sorry. Hier muss ich das Licht auf jeden Fall, glaube ich, anmachen. Wegen dem Typen, der dann... also wegen Blase. Ich glaube, hier muss das Licht an sein für das WC, was dann entsteht. Bienenmann, ich habe für dich einen Kaffee mitgebracht. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Oh mein Gott, ist das eklig. Können wir vielleicht Peter damit weglocken? Mit dem Ohrenschmalz. Geht das? Nein, 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 nein. Ich habe eine Idee. Ich brauche einen Insekt. Ich brauche einen Insekt. Sind da Insekten oben drüber? Ich glaube, da ist bereits genug Ohrenschmalz drin. Okay, verdammt, ich brauche einen Insekt. Ich habe eine Idee. Unser Professor Nock hat ja eine Fahrkarte. Und ich glaube nicht, dass der uns das einfach so geben wird. Deswegen, glaube ich, werden wir dann das Ohrenschmalz nutzen müssen, um... Kann ich hier unten noch rein? Nein. Das Ohrenschmalz nutzen müssen, um da eine Fliege reinzutun, damit das aussieht wie Harz und dann aus Jurassic Park, der Effekt halt. Ich glaube, das könnte was sein. Aber wo kriege ich jetzt eine Fliege her? Hier komme ich nicht. Hier ist die Toilette, ne? Hier haben wir keine Fliege. Schade, schade. Hier nach unten kann ich auch nicht, ne? Hier war ich ja gerade drin. Oh. Da ist nichts, da ist nichts. Okay, gehen wir nochmal hier hin. Es muss doch noch eine... Irgendwas geben, was ich dann damit machen kann. Damit wäre niemandem geholfen. Außer vielleicht dem Sanitärfachhandel. Man müsste ganz neue Toilettenkonzepte entwickeln. Wow. Warte, ich habe eine Idee. Ich weiß, glaube ich, wie ich Peter weglocken kann. Ich habe eine Idee. Peter, du musst dann ja wohl aufs Klo, wenn du diesen Dip isst. Gut, Ohrenschmalz haben wir. Jetzt brauchen wir den Dip. Komm. Peter, du kriegst von mir jetzt einen Dip. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Bingo! Jetzt kann ich auch hier das Licht anmachen. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Kaffee. Einmal die Komplettlesung, bitte. Ein Glas Wasser. Oh. Einen Biggidi-Baggidi-Boo, bitte. Steht nicht auf der Karte. Einen Augenblick. Benutzen. Nee, stopp, ansehen. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Okay. Barmann, einen Drink bitte.
Aber natürlich. Stinkdrink. Einen Stinkdrink, bitte. Ein Stinkdrink. Kommt sofort. Wie nett. Sogar mit Strohhalm. Nur, was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Um Gottes Willen, das wäre die unheiligste aller Allianzen. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Einmal die Komplettlösung bitte. Ja, die hättest du wohl gerne. Ja. Steht aber nicht auf der Karte. Ich muss verrückt sein. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, ist durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Bingo, Fliege, das habe ich gesucht. Das war jetzt aber Zufall. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Tadadada. Da haben wir den Effekt vom Jurassic Park. Und jetzt laufe ich ganz schnell zu Dr. Professor Nock und versuche seine Karte einzutauschen mit der von mir, mit dem Harz, in der Hoffnung, dass ich die bekomme. Und ich hoffe, es ist die Nummer 2. Wenn nicht, dann hat die Alu. Und dann kann ich eventuell das mit Alu dann tauschen und dann kriege ich die Fahrtmöglichkeiten. Wir reden erstmal. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Nee. Oh, du bist es nur. Hello, Edna. Leihst mir dein Ticket? Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Ja. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Genau, hier hast du auch dann direkt hier deine Dino-DNS. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino-DNS in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchtprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Ja! Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernsteinmine. Kommen wir ins Geschäft. Ja. Abgemacht. Deal. Ja! Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Kleiderbügel Nummer 3, war ja klar. Dann gehe ich mal mit Alu tauschen, in der Hoffnung, dass das jetzt erst er Nummer 2 hat. Boah, ja, wir kommen voran, wir kommen richtig gut voran. Ich fühle mich richtig gut gerade. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den Kleiderbügel haben? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich wieder zum einen, zum anderen einen Alu-Umhang zerknitten. Ich muss langsam mal weiter. Dann tauschen wir das einfach mal so und machen wir so. Und dann mit Alu. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen? Ja. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Ja! Du bist ein echter Freund. Bingo, wir können jetzt fahren. So, top. Ich würde jetzt ganz gerne fahren. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Gott sei Dank.
Hoch. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift denn hin? Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Okay. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du, nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Gibt es hier drin Motten? Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Okay, langsam kommt der nächste Ausgang. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Ah, benutzen wir mal hier den Lichtschalter eben. Aha. Wir kommen da raus, hier rein. Einen Augenblick, das Bad mussten wir anmachen, genau. Stopp. Ich gehe mal zurück. Da rein. Das hier musste, glaube ich, aus sein. Oh, ich muss nochmal zurück, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Okay. Hallo? Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti, das sind aber ungewöhnliche Namen. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Natürlich. Die sind zwar rund wie ein Kreis, aber okay. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken.
Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Warum tragt ihr nur ein Pullover? Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ja. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Wow. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Kann ich jetzt kackend dreist sein und einfach den Pulli durchschneiden? Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Nein, ich bin einfach gut. Ja, jetzt haben wir hier überall Betten und ja, schön. Ich habe die beiden befreit. Ich wollte einfach nur gucken, ob das funktioniert. Ich wusste es nicht genau. Die Tür geht erscheinbar nicht, aber die hier geht. Kann ich hier Licht anmachen? Hallo? Huch. Hallo Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ich hab Gänsehaut, du bist gruselig. Ich bin Edna. Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Danke. Über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Ach ja. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck, einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Okay. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz.
und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Okay. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Ja. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Der Typ ist echt gruselig. Ich werde aber ganz kurz einmal speichern. Und dann war es das für meine Aufnahmesession heute. Ich bedanke mich bei euch einmal fürs Zusehen. Wir werden auf alle Fälle zusehen, dass wir jetzt hier alles gleich hinkriegen. Und pipapo, wir kriegen das alles hin. Ich glaube an uns. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Edna bricht aus. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.